Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wusstet ihr eigentlich, dass Herzog Zentol eine ziemliche Hakennase besitzt? Vermutlich nicht, aber jetzt wisst ihr es. Manche nennen das aber auch klassisches Profil. Nun gut, aber abgesehen von diesen Äußerlichkeiten hat er eine neue große Eroberung errungen und die ist nochmal weitaus grandioser gelungen als die Eroberung von Mallorca oder den zwei Grafschaften hier an der Küste. Ja, er hat ein ganzes Herzogtum erobert für die Christenheit und muss sich nun darum kümmern, dass dort Stabilität herrscht und dann der wahre Glaube auch verbreitet wird. Das wird sicher ein Thema werden. Ich will aber nebenbei nicht vergessen, wer eigentlich unser König ist, denn das Ganze ist natürlich jetzt dadurch auch Teil von Lothringen geworden. Und nach wie vor ist es König Clotaire IV., der nach wie vor exkommuniziert ist, aber scheinbar absolut sicher im Sattel sitzt. Ja, das ist tragisch, aber wir haben auch wirklich keine Möglichkeiten, denn seine Macht ist enorm. Nicht nur, dass er selber über 4000 Männer hat, aber schaut mal, seine Verbündeten werden auch immer mächtiger. Über 11.000 Mann Verbündete und das sind die mächtigsten Männer der christlichen Welt. Immer noch König Alfred von Wessex, dann ein Herzog in Aquitanien und der König von Aquitanien selbst. Die sind miteinander verbündet und dadurch wird das alles unangreifbar gemacht. Insofern werden wir uns weiter vermutlich hier mit der Reconquista beschäftigen und Gedanken, sich zu lösen vom König, die können nicht aufkommen, zumindest derzeit nicht. Und es gibt im Übrigen auch niemanden, der irgendwie gegen diesen starken und tatsächlich meines Erachtens fast mächtigsten König der christlichen Welt hier aufbegehrt. Ja, Wessex ist zahlenmäßig mächtiger, aber das Potenzial ist hier doch größer. Aber, ich muss nochmal daran erinnern, uns erwartet eine große Erbteilung, wenn er sterben wird. Und nach wie vor, glaube ich, oh mein Gott, es gibt jetzt einen Sohn, einen einzigen Sohn. Und auch der heißt Clotaire. Es wird Clotaire V. werden. Und damit bedeutet das doch, dass der alles erben wird. Ja, tatsächlich. Wenn er nicht noch einen Sohn erhält, und das ist nicht unbedingt zu vermuten, denn seine Frau ist 42, wobei, sie ist gerade schwanger. Okay, alles klar. Leute, vergesst es, das wird alles noch sehr, sehr spannend dort in Lothringen. Aber darauf wollte ich auf jeden Fall nochmal hinweisen. Dann will ich zu unserem Bruder mal blicken, der ja Herzog ist. Und der hat allerdings die Schwindsucht. Es kann insofern sein, dass er nicht allzu alt wird. Aber diese beiden, Herzogin Kisilo und unser Bruder, die haben inzwischen schon zwei Kinder, unter anderem einen Sohn, Amalric. Und dieser Amalric ist der Haupterbe und ein Latour de Pin, der vermutlich das Herzogtum erben wird. Ja, falls es dann mal sein Sohn ist. Aber gut, die Sache haben wir ja erstmal geklärt. Wir selber haben ja noch eine uneheliche Tochter, von der niemand weiß. Aber von unserer echten Tochter weiß natürlich die Welt. Und insofern müssen wir uns auch um sie kümmern. Und ich denke, unsere Frau, Herzogin Ilsa, wird dieses Kind unterrichten, wird Tutorin werden. Dann ist sie auch damit beschäftigt und kann uns nicht irgendwie nachspionieren. Und in diesem Zusammenhang, wir haben ja immer noch diese Affäre und ich denke, weil wir immer noch auch diesen Konflikt in uns spüren, werden wir, solange wir diese Affäre haben, zur Selbstkasteiung greifen, so oft das möglich ist. Außer wir sind schon verwundet, dann machen wir das nicht. Aber ich denke, ja, wir müssen uns selber bestrafen dafür, dass wir immer noch diese Affäre haben. Also, nichts läutert den Geist so sehr wie die Katharsis des Schmerzes. Ich lasse die Peitsche so lange über meinen Rücken tanzen, bis mein Verstand wieder rein ist. Ah, ataraktische Agonie. Zack, die Peitsche knallt auf meinen Rücken und ich erschaudere, ob der Klarheit, die sie bringt. Ich spüre nur noch Schmerz und Schmerz erfüllt mein Geist. Zack, zack, süßer Schmerz. Okay, wir werden wieder verwundet sein, aber haben dadurch sämtliche Amtsspannung mal nebenbei verloren. Dann, wir haben ja hier einige neue Untertanen und Veränderungen, die hier stattgefunden haben aufgrund der Vergabe der Titel. Wir können einen anderen Bürgermeister, einen talentierteren als Ratskanzler einsetzen, Bürgermeister Aldebert, dem werden wir auch zuweisen, der ist auch sehr demütig, das ist sehr schön. Und ich glaube, die anderen Positionen sind soweit ordentlich besetzt. Was wir aber tun werden, wir werden wieder mehr Kontrolle ausüben wollen. Wir wollen Mallorca jetzt endlich komplett kontrollieren und danach müssen wir uns, ich denke, um Saragossa, das wird das Wichtigste sein, kümmern.
So, dann gibt es tatsächlich, darauf will ich hinweisen, ich halte immer Ausschau nach einer nach einer anständigen Partie für unseren Sohn Gusbert. Der hat noch keine Verlobte, ist inzwischen schon 13, es wird also langsam an der Zeit, aber es findet sich wirklich keine gute Partie. Es gibt zwar so ein paar Grafen, Gräfinnen oder also aus Grafengeschlecht stammend in Italien, in Frankreich, da ist ein bisschen was, aber so richtig überzeugend ist es nicht. Was ideal wäre, ist eine Heirat in das Königreich von Navarra oder in das Königreich von Asturien, aber zumindest was die direkte Königslinie betrifft, gibt es da keine Möglichkeiten. König Fortun hat zwar eine 11-jährige Infantin, das wäre sehr schön, aber wenn wir die Heirat arrangieren wollen, sehen wir, das sieht nicht gut aus. Die Frage ist, können wir über die Meinung noch etwas verändern? Das Problem ist, ihr habt schon zu viele Bündnisse, ist das Hindernis. Und vor allem, das ist vielleicht das Entscheidende, weil das könnten wir noch kompensieren, aber sie steigt durch Heirat ab, weil wir selbst kein König sind. Das ist das Problem, ja. Da hilft auch eine Meinungsverbesserung meines Erachtens nicht viel. Ja. Nun gut. Also, da gibt es kein Reinkommen und hier in Asturien gibt es niemanden, den wir heiraten können. Die beiden haben noch kein Kind. Sie ist auch gerade erst 18. Übrigens auch aus Wessex hier eingeheiratet. Ja, und Infant Gaton ist Haupterbe. Der hat nur Söhne. Also, das passt auch nichts. Insofern werde ich die Sache tatsächlich noch ein bisschen offen lassen. Vielleicht finden wir noch eine geeignete Partie für ihn. So, dann haben wir noch einen Gefangenen, einen muslimischen Gefangenen. Aber ich denke, also wir sind ja, gut, großzügig ist eigentlich etwas, was sich aufs Materielle bezieht. Aber wir sind jetzt kein Unmensch und wer sich zum Katholizismus bekehrt oder wer den falschen Glauben ablegt, der wird von uns im Sinne des Glaubens ja auch milde behandelt. Insofern denke ich, werden wir diesen Sancho bekehren, rekrutieren und ein Druckmittel auch noch und der kommt dann an unseren Hof. Freilassung wird verhandelt. Eine Information noch, ich habe entsprechend meines Vorgehens hier auch wieder die Wappen angepasst und geändert. Das waren viele, die nicht sehr christlich aussahen. So, das wäre es erstmal. Was sind die nächsten? Oh, das ging aber jetzt schnell. Diesmal haben wir sofort die Verwundung verloren. Das hat das letzte Mal Jahre gedauert. Okay, alles klar. So, er ist erstmal freigelassen. Wir haben Druckmittel und er müsste an unserem Hof jetzt sein. Als Ritter, als relativ schlechter Ritter, aber immerhin. Ja, das nächste Thema. Ich denke schon, dass ich gerne den Titel übernehmen möchte, das Herzogtum hier. Dazu brauchen wir 250 Gold. Na, es wäre schön, wenn uns der Papst helfen könnte. Aber wir haben zu wenig Frömmigkeit dafür. Und im Moment gibt es da auch keine Mittel, um dies zu erreichen. Man könnte natürlich... Oh ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir dringend tun sollten, wenn es wieder soweit ist. Wir sollten hier eine Pilgerfahrt machen. Ich sehe gerade, am 5. Oktober 916 ist das möglich. Und dann werde ich das tun, was ich schon erwogen habe, nämlich eine Pilgerfahrt hier zu dieser heiligen Stätte von Santiago. Auf jeden Fall. Wir sehen eine neue Fraktion, aber das sind nur andalusische... Okay, das sind unsere Bauern, ja, ist klar. Also unsere muslimischen Bauern, die möglicherweise aufbegehren können. Alles andere ist für uns im Moment irrelevant, außer die Titelübernahme. Wir bekommen eine Herausforderung. Ich befinde mich gerade im Übungskampf gegen einen meiner Soldaten. Der Schweiß steht mir auf der Stirn, als ich das seltsame Gefühl habe, beobachtet zu werden. Als ich über meine Schulter schaue, ist da tatsächlich jemand. Mein Ratskanzler, Bürgermeister Aldebert, der mir zuwinkt. Ich gehe hinüber und begrüße ihn. Wir unterhalten uns eine Weile über unsere Übungen mit der Waffe und tauschen Kniffe und Ratschläge aus. Gerade möchte ich mich umdrehen und weiter üben, als Bürgermeister Aldebert mir vorschlägt, ich könnte doch auch gegen ihn antreten. Der ist nun wirklich kein guter Kämpfer. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Aber wir machen das. Wir nehmen die Herausforderung an. Okay, der Klang von Streitkolben auf Axt hallt durch den Innenhof. Alle Augen sind auf uns gerichtet. Jeder möchte sehen, wie sein Herzog und der Ratskanzler gegeneinander antreten. Die Menge spendet Applaus, als ich einen Ausfallschritt mache und ihre Bewunderung verleiht mir Mut. Anstatt mich zurückzuziehen, versuche ich mich an einer neuen Technik, die ich geübt habe. Die Bewegungen fließen durch mich
und in meine Lieblingswaffe, als wären wir eins. Bürgermeister Aldebert ist mir wehrlos ausgeliefert. Gut. Ja, hervorragend. Wir werden ihn... Nein, wir werden ihn nicht verwunden, um Gottes Willen. Lassen wir es gut sein, gut gekämpft. Wir bekommen Prestige und er erhält Meinung von uns. Und wir bekommen noch Kriegsführungslebenswandel und Übungsduell, was uns nochmal Kampfgeschick bringt, hervorragend. Da sind wir hier auch gleich beim nächsten Lebenswandel angekommen. Das gefällt mir. Ja, ja, wenig Kontrolle, immer noch ein Later, desertierender Aufgebot, da können wir nichts gegen machen. Da haben wir schon den Vorzug, sehr gut. Und ich gehe tatsächlich jetzt in Richtung strenge Organisation, damit die Ratsaufgabe mehr Kontrolle in Gemeinde noch schneller geht. Vorrat. Das ist nämlich jetzt wirklich das Hauptthema. Und wir sehen, da geht es auch wirklich gut voran. Das sollte dann bald erledigt sein. Valentiv. Wir haben ja immer noch unser Schlachtross. Mein Ratsmarschall Graf Wladislav beäugt Valentiv eingehend und nickt zustimmend. Ihr habt ein prächtiges Ross, Herzog. Wenn ich einmal mit ihm ausreiten dürfte, würdet ihr mir eine große Ehre erweisen. Puh. Ja, warum nicht? Ich würde sagen, er darf es, ne? Niemand außer mir reitet, wir würden Prestige bekommen, aber es gibt keinen Grund, ihm das abzulehnen, oder? Nee. Viel Vergnügen soll er dies tun. Okay, sehr gut. Unsere Einnahmen steigen auf beachtliche 4,4, hervorragend. Wir werden überfallen. Nein, natürlich nicht wir. Das alte Thema. Es ist der König, irgendwo im Norden. Und der Emir hat einen neuen Sieg, hat einen neuen Krieg verloren. Ja, aber die Frage ist, was ist da eigentlich passiert? Ich sehe keine Gebietsveränderung. Ganz merkwürdig. Na gut. Hier können wir im Übrigen natürlich noch nicht angreifen, weil wir immer noch einen Waffenstillstand haben. Denkbar wäre ein Krieg hier gegen diesen Scheich. Allerdings hat der, obwohl ich sehe gerade, der hat gar keine starken Verbündeten. Er hatte aber zuletzt welche. 1000. Ich will mal schauen, mit was das verbunden ist. 2100, ja. Ja, das kann man schon machen. Wir müssten mindestens einen unserer Verbündeten holen. Okay, aber ich würde sagen, wir gönnen uns tatsächlich einmal eine kleine Verschnaufpause. Wobei natürlich immer wieder die Gefahr ist, dass dann die Bündnissituation sich anders darstellt. Vor allem sollten wir warten, bis wir auf der maximalen Soldatenkapazität angekommen sind. Okay, wie gesagt, Palma ist da gleich in unserer Hand. Wir könnten natürlich auch warten, das ist eigentlich auch ein schöner Moment, dass wir nochmal die Pilgerfahrt machen. Ja, stimmt, das Thema Frömmigkeit spielt ja auch eine Rolle, weil alle religiösen Kriege müssen wir mit Frömmigkeit finanzieren. Insofern brauchen wir da tatsächlich gewisserweise Unterstützung auf diesem Wege. So, Mallorca, da haben wir erstmal die maximale Kontrolle erreicht. Das ist sehr schön. Aufgrund des katalanischen Glaubens ist da immer noch die Volksmeinung etwas reduziert, aber das sollte kein wirklich großes Problem sein. Von hier bekommen wir 324 Aufgebote. Und ich hatte schon gesagt, jetzt scheint mir wichtig zu sein, dass wir die Kontrolle... Ja, ist die Frage. Wollen wir lieber Soldaten haben? Mit der Armeeorganisation bekommen wir fast 1800. Das ist schon enorm. Aber ich würde gerne die Kontrolle hier schnell hochbringen. Wir sind immerhin schon bei 39. Der monatliche Zuwachs liegt jetzt bei 3,3. Ja, sehr gut. Machen wir da weiter. Okay, plus 5 im Monat. Das bedeutet, wir sind in Reichweite. Allerdings müssen wir natürlich des Herzogtums, aber wir müssen ja auch bedenken, dass diese Pilgerfahrt auch wieder Geld kostet. Ja. Oh nein, und nun das kranke Pferd. Das hatten wir schon mal. Das ging das letzte Mal relativ günstig.
Ich denke, wir geben das Gold aus. Und Luitpold von Babenberg ist gestorben. Damit ist das Bündnis aufgelöst. Aber das ist vielleicht gar nicht so dramatisch, denn bislang hatten wir, glaube ich, nur einmal von dort Hilfe bekommen in Italien. Was jetzt aber passiert ist, und das ist durchaus wichtig, der Papst ist gestorben. Es gibt offenbar einen neuen Papst. Papst Martinus II. Er ist ein theologisch schüchtern, gefühllos und ein religiöser Eiferer. Und ich finde, wir könnten auch mal wieder uns mit dem Papst in Verbindung setzen. Das ist ja immer so eine Sache, sehr schwer, dort Zugang zu finden. Aber ich denke, wir versuchen das Ganze mal. Eigentlich sollten wir in ständigem Kontakt und Austausch mit dem Papst stehen. So stelle ich es mir zumindest vor. Ja, also wir können unser Geld noch nicht einsetzen für die Schaffung des Herzogtums, des Herzogtitels oder die Übernahme besser gesagt, denn mir ist jetzt die Pilgerfahrt doch sehr, sehr wichtig. Am 5. Oktober 916 ist das möglich, also genau in einem Jahr. Hier hat sich bündnistechnisch noch nichts verändert. Die anderen möglichen Ziele habe ich schon überprüft. Auch hier ist vor allem das große Bündnis. Aber warte mal, auch hier hat sich was verändert, ne? Na, obwohl, 2100, das ist schon ein relevantes. Aber hier, irgendwas ist hier anders. Hier scheint ein neuer Herrscher zu sein. Weil die ganze Bündniskonstellation hat sich hier eigentlich ein bisschen aufgelöst. Die waren zuletzt noch verbündet mit den Salimiden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Der hat jetzt gar keinen Bündnispartner. Das ist ja verrückt. Aber wie gesagt, wir können ihn noch nicht angreifen. Wir müssen da erstmal abwarten. Also die wären ein leichtes Opfer. Unser Cousin wird gefangen genommen. Hier in Asturien scheint wieder irgendwas los zu sein. Oh, ja, das ist natürlich ärgerlich, dass wir nicht in der Lage sind. Ah, wartet mal, jetzt gibt es hier ein Kind. Das ist neu. Eine Infantin. Die Tochter des Königs. Wir könnten nämlich ihnen ja helfen. Oder? Wir könnten ihnen doch helfen in diesem Krieg. 510, wobei die Angreifer sind sehr, sehr stark. Um was geht es in diesem Krieg? Es geht nur um die Grafschaft von Porto. Aber was heißt nur? Wieder eine Grafschaft in Händen der Ungläubigen. Wir schauen mal. Ich meine, sie ist 0 Jahre alt. Der Altersunterschied ist enorm. Aber er würde es natürlich auch nicht tun. Ja, auch aufgrund natürlich der patrilinearen Heirat würde es nicht möglich sein. Alles klar, soweit. Wir können Bündnisse aushandeln. Wartet mal, was hat sich da denn noch ergeben? Herzog Ramnulf von Aquitanien? Ah, das sind die Kinder unserer Mutter, glaube ich, jetzt. Das ist ein Halbbruder von uns. Ja, das ist ja interessant. Wir schauen uns ihn an. Er ist ehrgeizig, fleißig, tapfer. Warum nicht? Wahnsinnig, ja gut. 966 Männer. Ja, ich würde sagen, das können wir aushandeln. Hervorragend. Dann haben wir den Herzog der Auvergne. Auch das dürfte jetzt ein Halbbruder sein, oder? Mit 500 Leuten. Ist die Frage, ob man sich dort nicht zu sehr möglicherweise in deren Konflikte mit rein begibt. Mitfühlend, treuherzig, großzügig. Ja, aber wir machen das mal. Und einen Grafen. Der ist aber sehr, sehr schwach und unbedeutend. Das werde ich nicht tun. Das Bündnis werde ich nicht aushandeln. Aber bei den Herzogen, denke ich, passt das. Interessant. Naja, und immerhin sind es sind ja unsere Brüder, also da gibt es ja noch eine zusätzliche Motivation. Monatliche Einnahmen steigen weiter. Was ist hier? Friesland hat hier Gebiet übernommen. Überhaupt, das Königreich Friesland, das war doch gar nicht da, ne? Hat sich das neu gegründet? Hat sich das abgespalten? Wir gucken uns das mal kurz an. Ererbt. Ah. Ererbt gerade eben. Wir waren Zeuge. Vorher besaß es die Aquitania. Hatten die da oben Landbesitz? Okay, in Aquitanien gab es offenbar eine Erbfolge. Der neue König, das müssen wir uns mal angucken.
ist Ermengau von Toulouse. Ja, relativ schwach, aber mit vielen Bündnissen. Und Ermengau hat... Ja, aber wie ist es zu dem Königreich gekommen? Da muss es Besitztümer gegeben haben. Na, okay, alles klar, natürlich ist der Bruder, ja, logisch. Ja, okay, also interessant. Da gab es eine Erbteilung, durch die Friesland gegründet wurde. So, die Gemahlin begleicht die Schulden eines Höflings. Was ist denn das für eine Geschichte? Okay. Wir haben gegen unseren Seneschall oder die Hofärztin ein Druckmittel, das wir aber vorerst nicht einsetzen wollen und brauchen. Und jetzt kommt der Punkt. Unser guter Gusbert wird erwachsen und hat immer noch nicht eine Frau. Darum müssen wir uns demnächst kümmern, auf jeden Fall. Er wird ein undurchschaubarer Intrigenspinner und seine Eigenschaften, und das wird natürlich wichtig sein, weil er der Erbe ist. Er ist gierig, zynisch und ungeduldig. Oha. Ja, Gier ist tatsächlich ja neben Ehrgeiz und religiöser Eifer eine der Eigenschaften, die für mich dazu führen können, dass Leute aggressiv auch Angriffskriege, Eroberungskriege führen. Insofern sieht es so aus, als könnte Gusbert zwar aus komplett anderen Motiven als sein Vater eine ähnliche Politik fortsetzen. Interessant. Nun gut. Okay, also wir müssen ihn jetzt langsam verloben, aber wir warten noch mal ab auf unsere Pilgerfahrt. Wer weiß, was wir für eine göttliche Eingebung bekommen. Während tief das treue Pferd. Ein berühmter Ausbilder ist an mich herangetreten. Ah, okay, alles klar. Unser Pferd wird noch mal stärker. Ich glaube, wir hatten Stärke schon mal. Jetzt soll es schneller werden. Machen wir das. Okay. Wir haben ein starkes und agiles Schlachtross. Ich glaube, Prestige ist nochmal ein bisschen angestiegen und das Kampfgeschick selbst. Hervorragend. Ja, ja, Erbe ist nicht vermählt. Und Ilsa ist nochmal schwanger geworden. Oh, das ist entscheidend. Das könnte jetzt wirklich wichtig sein für den Fortgang der Dinge, weil ein zweiter Sohn führt zwangsläufig zu einer Teilung, führt zwangsläufig dazu, dass unser erster Sohn, falls es zwei gäbe, dort seinen Hauptsitz hätte und der zweite dort. Mallorca, motivierte Arbeiter. Gebäudebauzeit reduziert sich. Unsere Frau hat dort wieder gewirkt, hervorragend. Wie gut kommen wir in Saragossa voran? Hervorragend, das führt aber auch zu diesen Einnahmen, von denen ich gesprochen habe. Okay, es würde mich entzücken, wenn eure Tochter Therese meinen Hof in Neuchâtel besuchen könnte. Graf Adalgos von Neuchâtel, ja gut, soll sie dorthin reisen. Es ist mir recht. Gut. Mehr Kontrolle in Saragossa ist erfüllt worden. Dann machen wir natürlich weiter. Wir sind auch schon bei 2000 eigenen Soldaten. Zumindest wenn wir die Armee organisieren. So, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Das ist ja auch unser direktes Gebiet. Wir sind hier schon bei 91. Beenden wir das schnell in Tarragona. Ja, durch die Kontrolle erhalten wir natürlich auch mehr Einnahmen. Und unsere Ehepartnerin hilft uns wieder fleißig. Bürgermeister Bona hat vor kurzem ein paar Schwierigkeiten. Herzogin Ilsa lächelt höflich und fährt fort. Ich sorgte dafür, dass das Problem verschwand und erwähnte euch als Wohltäter. Wow. Druckmittel? Wir können aber auch großzügig einfach sein, ne? Ja, machen wir das mal so. Das passt ganz gut. Unser Kind ist heimgekehrt und wir erreichen jetzt... Ah, alles klar. Der Schmugglerring ist weggegangen. Das ist auch gut. Und wir haben jetzt Oktober. Wir können wieder auf eine Pilgerreise gehen. Und das werden wir tun. Wir werden uns auch vorbereiten. Und zwar werden wir reisen nach Santiago. Eine lange Pilgerreise, die uns 100 Gold kosten wird. Und ich bin gespannt, was uns dort erfahren wird. Okay. Zeit für die Abreise. Dahin fahren wir in das
Heimatland der mütterlichen Familie. Und wen treffen wir dort? Adams Unschuld. Als meine Gruppe sich anschickt, das Lager abzubauen, bemerke ich große Aufruhr in der Nähe. Eine nackte Frau ist auf einen hohen Felsen geklettert und predigt vor der versammelten Menge. Die Erbsünde befleckt noch immer unsere Seelen, meine Freunde. Doch das muss nicht sein. Wenn wir unsere Gewänder ablegen, können wir die verlorene Unschuld von Adam und Eva zurückgewinnen. Dann und nur dann wird der Heilige Geist uns als würdig betrachten und uns Gottes wahre Liebe zeigen. Oha. Okay. Wir könnten jetzt zum Adamitentum konvertieren. Aber das... Also, nee, also das passt nicht zu unserem. Er hat ja dieses schon, also weiß ich nicht. Das würde vielleicht seiner Perversion ein bisschen entgegenkommen. Aber er kann es überhaupt nicht von seiner Mentalität ertragen, das auch noch öffentlich zu machen. Insofern, insgeheim bewundert er diese Frau vielleicht, dass sie so einen Weg geht. Aber er würde das nie selbst tun. Und so offen mit irgendwie... mit Nacktheit und sowas umgehen. Das ist unvorstellbar für ihn. Insofern wird er, glaube ich, sehr radikal reagieren, weil das eben ein Kampf auch gegen ihn selbst ist. Und so kämpft er auch gegen sie, die Ketzerin. Holt sie dort herunter. So sieht sie nämlich aus. Okay. So, und damit kommen wir in Santiago an. Als der Bischof mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. Wir haben den heiligen Pfad beschritten, werden entschlossene Pilger. Hervorragend. Und eine Tochter ist uns geboren worden. Camila ist doch ein schöner Name. Und das bedeutet, es ist kein zweiter Sohn, kein zweiter Erbe, das Reich scheint im Moment ungeteilt zu bleiben. Eine Hingabestufe ist ebenfalls hinzugekommen. Und damit beenden wir erstmal diese Folge. In der nächsten, denke ich, wird es einen erneuten Krieg geben können. Wobei ich sehe gerade, hier ist schon ein Krieg wieder ausgebrochen. Ne? Aber das ist ein interner Krieg. Interessant. Okay, und dieser Krieg scheint weiter problemlos zu führen zu sein. Ja, der Gegner mit 2200. Wir werden sicher einen Verbündeten benötigen, aber das ist es dann auch. Und wann läuft unser Friedensvertrag aus? Der läuft in 2 Jahren aus. Das heißt, es ist relativ leicht möglich, hier noch weiteres Gebiet zu erobern und vor allem den Muslimen zu entreißen. Darum geht es ja. Und unser Sohn braucht eine Frau. Auch das ist noch wichtig. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.